erstmal heute, was geht ab, Leute, hier? Mach hier schnell diese Arena platt. Ah, ist ein bisschen windig. Ich habe den Windschutz jetzt nicht aufgesetzt, aber wird schon gehen. Dann holen wir den Durchbruch ab. Und dann später geht es zum Sichlo-Nest. Ihr wisst, die Shiny-Chance für Sichlo ist extrem krass. Ich hatte gestern kein Glück mit Sichlo, aber mit Lapras. Checkt das Video ab. Wenn wir jetzt erstmal diese Arena hier platt. Die Hälfte habe ich schon. Aber trotzdem noch ein langer Weg auf Gold. Vor allem bleibe ich halt nie lange drin sitzen. So. Einfach mein bestes Terra. Nicht mein bestes, mein stärkstes. Und der Durchbruch. Shiny Ho-Ho hätte ich gerne. 100. Ne, 100 muss es sein, habe ich schon. Regestil, 100. Ne. Naja, egal. So, weiter geht's. Wieder bei dem windig. Ich hoffe, es passt so. Wahrscheinlich nicht. Es passt nie, wenn der Wind da ist. Egal wie schwach oder stark. Aber ja, wir sind wieder auf der Jagd nach Shiny Sichlo. Ja, jetzt ist der Wind ganz okay. Und Grüße gehen raus an Mugat, der endlich seinen 100er Shenera bekommen hat. Hey, Glückwunsch. Auf jeden Fall habe ich ein paar Arenen gemacht in der Zwischenzeit. Und ich habe halt meine Tour gemacht. Und von der anderen Seite kam einer. Wir haben uns nicht gesehen, ich habe nur seine Arenen gesehen. Und was ich ganz cool fand, wir haben uns gegenseitig dann in der Mitte in Ruhe gelassen. Also ich habe nicht seine Arena dann nach ihm platt gemacht und er nicht meine. Also ich bin dann die Route nicht weitergegangen und habe seine Arena platt gemacht, weil er kam ja von der anderen Seite. Und er hat nicht meine Arena platt gemacht. Das war so ein stilles Abkommen. Das fand ich ganz cool. Finde ich echt korrekt, solche Sachen. Weil es gibt genug Arenen und man kann irgendwann mal wiederkommen. Also man muss jetzt nicht jemanden, der gerade auf Tour ist, gerade sich reingesetzt hat, da rauskicken. Ja, das fand ich ganz cool und jetzt geht's auf Shiny Jagd. Mal schauen, ob wir diesmal Glück haben. Ob wir unser Shiny Glück wieder aufgeladen haben. Denn Shiny Lapras ist schon ziemlich krass. Zeit für den Raid des Tages. Ein Giratina. Schauen wir mal. Ist gar nicht mehr so lang da, also. Eigentlich muss ich ein bisschen mehr raiden. 96 Attack 14. Ist mein bester momentan. Ja, Nest ist weiterhin extrem schwach, das Nest ist einfach zu schwach. Und die Shiny Rate Quote ist heute gefühlt auch ein bisschen schlechter. Ich meine, wir versuchen es. Was soll man sonst machen? Den habe ich gemacht. Läuft. Hammerhart, die Arena müsste ich auch demnächst auf Gold haben. Vor allem, wenn ich weiter so oft hier raide. Glück. Wir haben kein Glück. Egal. Naja. Vielleicht haben wir mit den Shiny Sichlo Glück. So. Haben wir den schnell? Excellent. Doppel Shiny Check, Leute. Shiny Check hier. Leider nein. Ah, kurze Pinkelpause im Gebäude, irgendein Uni-Gebäude nebenan. Also meistens mache ich meine Pinkelpausen oder Toilettenpausen in irgendwelchen Uni-Gebäuden. Könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht beim Pokémon spielen. Das passiert ja öfters, dass man auf Toilette muss. Wo geht ihr da eigentlich dann immer hin? Und Shiny Check. Alter, ich bin fast gestolpert. Leider nicht. Ich habe ein 10er Ei. Schauen wir mal. Ich hatte
nur ein 10er, deswegen muss ich einen 10er blocken. Shiny Check! Ah, nein! Shiny Check! Nein! Also ich habe gerade ein bisschen bei Niantic geschleimt. Ich habe gesagt, Niantic Beste. Ihr seid die besten Niantic, Alter. Ihr macht alles richtig. Mal schauen, ob ich dafür belohnt werde. Mit einem Shiny Sichlo jetzt. Ich vertraue auf Niantic, weil Niantic macht immer alles richtig. Die wissen alles. So. Und das Nest ist so schlecht, Leute. In der letzten Stunde kam kein einziges. Richtig leidend. Jetzt haben wir endlich mal wieder eins. Ich hoffe, es kommt jetzt so eine kleine Welle, 2-3 Stück, und dann war es das für heute. Nach dem Sichlo gehen wir noch essen. Und dann checken wir so eine App ab. Da kriegt man Sachen billiger. Wenn man halt am Abend, dann kriegt man halt die Reste. Also Reste klingt so schlecht, aber da kriegt man halt das, was übrig bleibt. Und das ist so eine Aktion, anstatt dass die Leute oder die Restaurants das wegschmeißen, können wir das halt noch billiger kaufen. Ja, finde ich eine gute Aktion. Und das checken wir mal ab. Nach Ewigkeit ein Sichlo. Und ist es? Nein. Zwei Sichlo. Erstmal der. Zwei. Ich sehe hier nicht zwei, oder? Sehr gut, oh, doch, zwei. Zwei! Nein! Noch ein Sichlo, jetzt kommen sie langsam. Jetzt kommen sie langsam. Das war's von mir und der Sichlo-Jagd. Leider wieder erfolglos. Das Nest ist einfach zu schwach. Obwohl es so schwach ist, haben so viele Leute Shiny Sichlo. Alter, wie krass wär's, wenn Sichlo irgendwo bei einem krassen Nest spawnen würde. Aber leider nein, Pinakotheken hier in München. Moderne Pinakothek. So ein schlechtes Nest. Ich werde aber trotzdem wahrscheinlich nochmal vorbeischauen. Ich meine, Arena in der Nähe muss ich eh noch auf Gold bringen, also mich stört's nicht. Und da ab und zu vorbeischauen, wird schon gehen. Gestern habe ich mit einem Kollegen geredet, der hatte eine interessante Theorie. Oder was heißt Theorie? Wir haben einfach drüber geredet. Und zwar, was wäre, wenn Niantic immer ein bestimmtes Pokémon vermehrt, erhöht, Shiny spawnen lassen würde? Dann hätten Leute wieder mehr Interesse an Nestern, würden dieses Pokémon genau dort suchen. Und dann, ja, dieses Nest abchecken. Weil jetzt zum Beispiel die letzten paar Tage eine Menge Leute gesehen, viele bekannte Gesichter, alle auf der Jagd nach dem Shiny Sichlor. Und das fand ich ganz cool. Erstens die Aktivität, zweitens halt die bekannten Gesichter zu sehen. Das Problem mit dieser Idee ist halt, wenn Niantic ein Pokémon auswählt, von dem man gerade kein Nest da hat. Entweder wohnt man in einer kleinen Stadt, einem Dorf, wo es nicht so viele Nester gibt. Oder man hat einfach Pech und dieses Nest von diesem Pokémon ist halt gerade nicht da. Es gibt ja so viele Pokémon, sagen wir zum Beispiel Snubbull. Niantic sagt jetzt, okay, diese Nestrotation ist Snubbull Shiny erhöht. Bringt mir gerade jetzt nicht viel, weil wir haben kein Snubbull-Nest, glaube ich zumindest. Aber an sich fände ich diese Idee schon ziemlich cool, weil ich bin auch ein großer Vertreter, der sagt, ja, Nester sind eigentlich tot. Es gibt Leute, die checken Nester ab für Shinies und gehen dort auf Shiny-Jagd. Dem wird es wahrscheinlich gefallen, weil die Chance dann erhöht ist. Aber morgen wahrscheinlich noch ein genaueres Video, einfach zu Shinies, meine Gedanken. Und zu dieser erhöhten Rate von Shiny Sichlor. Noch ganz kurz was zu dieser App und dem Essen. Essen war top, super Preis und man tut eine gute Sache. Also das Essen wäre sonst wahrscheinlich weggeschmissen worden. Ihr könnt einfach auf diese App und dann die verschiedenen Läden, die da teilnehmen. Dort könnt ihr euch dann irgendwas aussuchen. Ihr könnt nicht genau das Essen bestellen, was ihr haben wollt. Ihr bestellt halt sozusagen ein Menü, eine Box oder so. Und dann am Ende kriegt ihr halt irgendwas zusammengewürfelt, was halt übrig geblieben ist. Es klingt schlimmer als es ist, übrig geblieben, aber ist eigentlich gar nicht schlimm. Und das auch noch zu einem echt guten Preis. Und dann als letztes wurde gestern noch was angekündigt. Und zwar die Durchbrüche für Mai und Juni. Die nächsten zwei Monate sind nur noch vier am Start. Latias, Latios, Ho-Oh, Lugia. Alle vier Shiny möglich. Das war's mit diesen 8 Pokémon. Ich dachte echt, Niantic behält jetzt dieses System mit den 8 und wechselt unter den 8 immer nur was aus. Aber sie haben wieder auf 4 reduziert. Was wahrscheinlich ziemlich gut ist. Ja, die 4 sind am Start. Ich bräuchte noch Ho-Oh und Latios. Oh Mann, Latios. Auf jeden Fall, ab Mai am Start, nicht vergessen. Nicht direkt 1. Mai, sondern 1. Mai 22 Uhr. Also falls ihr eins von den 4 haben wollt, warten bis nach 22 Uhr. Das war's von mir, Leute. Leider kein Shiny Sichlor Glück. Ich versuch's die Tage nochmal, also bleibt auf dem Laufenden. Am besten folgt ihr mir auf Instagram. Also sage ich jetzt im Outro eh nochmal. Will mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.